Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Karl Friedrich Gauß, der Fürst der Mathematik. Zum Prolog, liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen kurzen Vorträgen die goldene Seite der deutschen Medaille zeigen und pflegen, weil sie heute wenig bekannt ist und auch wenig vermittelt wird. Bis 1914 waren wir weltweit bekannt und bewundert als das Volk der Dichter und Denker. Ich stelle in alphabetischer Reihenfolge einige vorbildhafte Persönlichkeiten aus den Naturwissenschaften und der Technik vor. Ihre Biografie, ihre Arbeit und die Folgen daraus werden kurz skizziert. Wissenswertes aus Naturwissenschaft und Technik möchte ich näher bringen. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Hier ist das Inhaltsverzeichnis als Übersicht zur Dokumentation und zum Nachlesen. Ich habe 63 Personen ausgewählt und alphabetisch geordnet von Albertus Magnus bis Konrad Zuse. Karl Friedrich Gauß, der Fürst der Mathematik, zunächst zur Biografie. Johann Karl Friedrich Gauß wurde am 30. April 1777 in Braunschweig geboren und starb am 23. Februar 1855 in Göttingen mit 78 Jahren. Karl Friedrich Gauß wurde als einziges Kind der Eheleute Gebhard Dietrich Gauß und Dorothea Gauß, eine geborene Benze, geboren. Die Mutter wird als klug und heiter beschrieben, er hatte zu ihr lebenslang ein gutes Verhältnis und zuletzt wohnte sie bei ihm auf der Sternwarte in Göttingen. Der Vater hatte viele Berufe als Gärtner, Maurer, Kaufmann und Schatzmeister. Angeblich korrigierte der dreijährige Karl Friedrich bereits seinen Vater bei der Lohnabrechnung. Er gab an, Rechnen vor dem Sprechen gelernt zu haben. Lebenslang konnte Gauß komplizierteste Rechnungen im Kopf durchführen. In der Volksschule wurde das Talent von Karl Friedrich Gauß vom Lehrer Büttner erkannt und gefördert. Gauß besuchte dann das Collegium Carolinum in Braunschweig, das ist eine Vorläuferinstanz der späteren TU Braunschweig. Mit 14 Jahren wurde der Wunderknabe, ziemlich widerstrebend, dem Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig vorgeführt, der ihn fortan finanziell unterstützte. 1795 wechselte Gauß auf die Universität Göttingen, wo er unter anderem bei Georg Christoph Lichtenberg Experimentalphysik hörte. 1799 promovierte er an der damaligen Universität Helmstedt über Mathematik. Zur wechselvollen Familiengeschichte von Karl Friedrich Gauß. 1805 heiratete er Johanna Elisabeth Osthoff aus Braunschweig, mit der er in Göttingen zwei Kinder hatte. 1809 verstarb Johanna an den Folgen der dritten Geburt und auch der kleine Sohn verstarb kurz darauf. Gauß verfiel hierdurch in eine Depression. 1927 fand sein Enkel Karl August Gauß eine auf Tränen bedecktem Papier geschriebene Totenklage auf seine verstorbene Frau. Bereits 1810 heiratete der Witwer, der zwei kleine Kinder zu versorgen hatte, Friederike Wilhelmine Waldeck, genannt Minna, die beste Freundin seiner verstorbenen Frau. Mit ihr hatte er drei weitere Kinder. Zwei dieser Söhne wanderten nach Amerika aus. Eugen Gauß, 1811 bis 1896, zerstritt sich mit dem Vater. Er gründete erfolgreich die First National Bank von St. Charles in Missouri. Der zweite Sohn, Wilhelm Gauß, 1813 bis 1879, folgte dem Beispiel des Bruders, aber wegen mangelnder Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland und kam ebenfalls zu Wohlstand in den USA. Die zweite Frau von Gauß starb 1831 nach langer Krankheit an Tuberkulose. Die damals noch unverheiratete Tochter Therese Stauffenau versorgte den geliebten Vater und pflegte ihn zuletzt auch. 1807 wurde Gauß Professor für Mathematik an der Universität Göttingen und Direktor der Sternwarte, hier in einem zeitgenössischen Bild. Widerwillig hielt er Vorlesungen ab,
hatte zuletzt aber doch Studenten, die ebenfalls einflussreiche Mathematiker wurden. Er sprach fließend mehrere Sprachen und wurde von Ehrungen in Deutschland und im Ausland überhäuft. Berufungen nach St. Petersburg und Wien lehnte er ab. Er wurde Ehrenbürger von Braunschweig und Göttingen. Karl Friedrich Gauß liebte Musik und sang selber viel. Er spekulierte auch erfolgreich mit Aktien und hinterließ ein kleines Vermögen. In seinen letzten Jahren litt er an Herzinsuffizienz mit Ödemen und Schlaflosigkeit. Am 23. Februar 1855 verstarb er in Göttingen nachts im Lehnstuhl mit 78 Jahren. Begraben ist er in Göttingen. Kein schönes Bild, deswegen wollen wir es auch schnell wegmachen. Karl Friedrich Gauß auf dem Totenbett. Immerhin eine der ersten Fotografien überhaupt, 1855. Zu Lebzeiten hatte Gauß nie die Geduld, minutenlang stille zu sitzen für die langen Belichtungszeiten. Hier war alles anders. Zur Arbeitsweise von Karl Friedrich Gauß. Gauß arbeitete auf vielen Gebieten wissenschaftlich, veröffentlichte jedoch die Ergebnisse erst, wenn die Theorie seiner Meinung nach vollständig war. Dadurch publizierten manche Kollegen bereits früher. Er wies sie dann darauf hin, dass er dies alles längst herausgefunden habe, aber noch nicht publiziert, um Vollständigkeit zu erlangen. Die Ergebnisse wurden später tatsächlich durch sein Tagebuch bestätigt. Sein Siegel besagte Pauca sed matura, also weniges, aber reifes. Gauß veröffentlichte nur einen Bruchteil seiner Entdeckungen. Die gesamte Breite und Tiefe seines Werkes wurde erst 1898 bekannt, als sein Tagebuch entdeckt und ausgewertet wurde und diente von da an anderen Wissenschaftlern zur Anregung. Karl Friedrich Gauß zu seinem Werk und seiner Wirkung. Karl Friedrich Gauß steuerte viele neue Erkenntnisse bei zu den Wissenschaften Mathematik, Physik mit den Feldern Magnetismus und Telegraphie, Astronomie sowie Landvermessung, die auch Geodäsie genannt wird. Vieles publizierte er nicht oder nur beiläufig und es wurde erst nach seinem Tode publik. Er gründete zusammen mit dem Physikprofessor Wilhelm Weber um 1830 den Magnetischen Verein in Göttingen mit dem Ziel, in Zusammenarbeit mit Alexander von Humboldt ein weltweites Netz von Messstationen zur Erforschung des Erdmagnetfeldes aufzubauen, was auch tatsächlich geschah. Bereits mit 16 Jahren begründete er, zusammen mit anderen Zeitgenossen, dass es neben der euklidischen Geometrie, die 2000 Jahre geherrscht hatte, auch eine nicht-euklidische Geometrie geben müsse. Ausgangspunkt war die Annahme, dass das euklidische Parallelenaxiom nicht zwingend notwendig sei. Hierzu im Bild die Darstellung von zwei Geraden, die in diesen verschiedenen Formen der Geometrie miteinander verbunden sind durch eine Normale. Diese blassen Theorien haben durchaus praktische Bedeutung. Die Kugeloberfläche und damit auch die Erdoberfläche gehorchen nicht den Gesetzen der euklidischen Geometrie, sondern sind Schauplatz von nicht-euklidischen Phänomenen. Die euklidische Geometrie gilt zum Beispiel hier dargestellt in den Dreiecken und der Winkelsumme im Dreieck für die kleineren Dreiecke in unserem Alltag. Gauß versuchte bei seinen trigonometrischen Messungen die Abweichungen zu beweisen in der Winkelzahl und in der Größe der Dreiecke. Dafür waren eben die Messungen, zum Beispiel bei der Vermessung des Königreiches Hannover, einfach zu klein. Karl Friedrich Gauß fand mit 18 Jahren die Methode der kleinsten Quadrate. Diese wurde zur Standardmethode für die Ausgleichsrechnung. Voraussetzung sind möglichst viele Messungen, um sich einer Kurve anzunähern und Messfehler zu minimieren. Dadurch kann also in der Kurve, in dem Graphen, die Gesetzmäßigkeit hinter diesen Messungen herauskristallisiert werden. Auch diese abstrakt anmutende mathematische Theorie
hat durchaus vielfältige praktische Bedeutung, zum Beispiel in der Wirtschaft und auch in den Wissenschaften. Mit der Methode der kleinsten Quadrate wurden nach Gauß Berechnungen auch der Zwergplanet Ceres wiedergefunden. Der italienische Astronom Giuseppe Piazzi hatte am 1. Januar 1801 den Zwergplaneten Ceres erstmals festgestellt. Ceres ist der größte Himmelskörper im Planetoidengürtel. Durch eine Krankheitspause hatte Piazzi ihn wieder verloren. Gauss konnte seine nicht einfache elliptische Bahn vorausberechnen. Die deutschen Astronomen Franz Xaver von Zach und Heinrich Wilhelm Olbers konnten Ceres ein Jahr später an der genau vorausgesagten Stelle wiederfinden. Carl Friedrich Gauss bewies mit 18 Jahren die Konstruierbarkeit des regelmäßigen 17-Ecks mit Zirkel und Lineal, eine Lösung, nach der vergeblich seit der Antike in der euklidischen Geometrie gesucht worden war. Carl Friedrich Gauss führte auch die sogenannten komplexen Zahlen in die Algebra ein. Diese stellen eine Erweiterung der reellen Zahlen dar und sind von Nutzen für Wissenschaft und Technik. Er fand die Gaußsche Glockenkurve, hier im Bild, für die Dichte der Normalverteilung und die Standardabweichung klein s Sigma. Diese wurden Grundlagen für die Statistik, für die Wahrscheinlichkeitsrechnung und die Versicherungsmathematik. Hier ist ein Bild einer solchen Gaußschen Glockenkurve für die Normalverteilung. Bei der Dichte der Normalverteilung streuen die Messwerte oder die Objekte oder Individuen in Biologie, Natur und Bevölkerung zum Beispiel um einen Messwert in der Mitte, einen Mittelwert. Im Bereich von einer Standardabweichung, klein s Sigma, Plus und Minus, rechts und links von diesem Mittelwert, sind unter der Kurve in den Flächen bereits zwei Drittel der Messwerte erfasst. Im Bereich von zwei Standardabweichungen, 2s Plus und Minus, liegen fast alle, nämlich 96% der gemessenen Werte. Carl Friedrich Gauss führte im Auftrag des Königs von Hannover von 1820 bis 1826 eine genaue Landvermessung des Königreichs Hannover durch mit bisher unbekannter Präzision. Dazu unterteilte er das Land in zahlreiche Dreiecke mit markierten Eckpunkten und berechnete danach die Flächen. Zur Anpeilung der weit entfernten Messpunkte entwickelte er eigens das Heliotrop, einen Sonnenspiegel mit einem Zielfernrohr. Es existieren noch zahlreiche trigonometrische gaußsche Messpunkte im Land, so auch diese Steinsäule bei Galstedt oder Galste, heute ein Ortsteil von Ostholz-Scharmbeck. Auf der Rückseite des letzten 10-D-Mark-Scheines der Bundesrepublik war ein Ausschnitt aus dem Triangulationsnetz, also aus dem großen Netz von Dreiecken zu sehen, mit denen Carl Friedrich Gauss das Königreich Hannover überspannt und gemessen hat. Auch hier zeigt der Pfeil auf einen dieser Steine eben den von Galste. Zusammen mit dem Physikprofessor Wilhelm Eduard Weber 1804 bis 1891 erfand Carl Friedrich Gauss ab 1830 in Göttingen das Magnetometer, ein Messinstrument zur Messung von magnetischen Flussdichten. Gauss verband 1833 seine Sternwarte mit dem Physikalischen Institut Göttingen durch die erste Telegraphenverbindung der Welt über 1100 Meter. Kupferdrähte verbanden zwei elektromagnetische Spulen, welche Kompassnadeln bewegten und mit einem Binärcode abgelesen wurden. In dem zersplitterten Deutschland wurde die Technik aus Kostengründen nicht weiterverfolgt. In Amerika entwickelte der Kunstprofessor Sig Samuel Morse 1791 bis 1872 die Technik weiter, er baute ab 1844 die ersten Überlandleitungen und telegrafierte mit seinem Morse-Tastencode.
Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Dieses bunte Kaleidoskop an Ingenieurwissen und Naturwissenschaften soll unseren Horizont erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die sich genial, tüftlerisch und wagemutig gezeigt haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi.